Yo Leute, mittlerweile stehen wir vor dem allerletzten Trainer der Top 4 und daher will ich mich noch einmal kurz gut vorbereiten und das bedeutet, dass in der ersten Runde sollte Raichu an die erste Spitze kommen, da der Trainer, dessen Namen wir gleich erfahren werden, mit einem Gyarados anfängt und die nächsten Pokémon sind Drachen-Pokémon und dann gibt es nochmal ein Fluggestein-Pokémon und zwar Aerodactyl. Oh, verdammt. Ich habe nur noch 5 Hypertränke. Okay, Raichu bekommt auf jeden Fall einen Hypertrank und Mew bekommt jetzt auch einen Hypertrank. Ja, also ich will diesen Kampf definitiv mit Raichu und Lapras bestreiten. Ich weiß, meine Pokémon sind levelmäßig nicht in der besten Verfassung, aber dennoch will ich es riskieren. Dann würde ich sagen, Leute, wir fangen an und kämpfen gegen den Mann. Ich habe bereits von dir gehört, Kanscha. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Beinahe. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga. Hier, Kanscha. Okay, alles klar. Das werden wir sehen. Siegfried. Du bist also der Oberhaupt der Top 4. Yo, ein Gyarados auf Level 58. Leute, ich weiß nicht, wie ich diesen Part zu Ende schaffen soll. Das sage ich euch jetzt schon mal. Weil nach diesem Gegner haben wir noch Gary vor uns. Und Gary ist brutalski stark. Brutalski stark. Nice one. Aufgrund des Levelunterschieds hat Raichu trotzdem Gyarados besiegt. So, jetzt kommt Dragonir. So. Ich weiß nicht. Nee, ich bleib noch ein bisschen mit Raichu. Wobei, vielleicht sollte ich Raichu gegen Aerodactyl einsetzen. So, Dragonir erstmal paralysieren. Leute, ich bin auf jeden Fall ein wenig, nervös nicht, aber ich merke schon einen leichten Druck in mir. Oh, Überstrahl! Komm schon, Raichu! Ah, ein Volltreffer! Ach, was soll's. Dann müssen wir wohl sofort zu Lapras rüber switchen. Verdammt, Leute. Das wird richtig hart. Und irgendwie muss ich jetzt auch an Gary denken. Mann, der hat echt starke Pokémon am Start. Ich will nicht nochmal alles hier von vorne anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Nochmal durch die Top 4. So, nice one. Das zweite Pokémon von Siegfried haben wir erledigt. Oh, verdammt. Das ist sowas von... spannend gerade. Ne, ich bleib auf jeden Fall noch mit Lapras im Kampf. Schade, Raichu kann ich... Wie soll ich jetzt Raichu schnell beleben? Ich könnte einen Beleber benutzen. Oh, nice one. Mal gucken, ob wir das aushalten. Ich denke schon, also Lapras hat viele Kraftpunkte. Nice! Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Jetzt muss er sich sowieso erstmal ausruhen, das Dragonir. Genau, muss sich wieder aufladen. So, das nutzen wir sofort aus, Leute. Okay, jetzt wird's problematisch. Jetzt wird's problematisch. Jetzt könnte ich Raichu nochmal gut gebrauchen. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eine Steinattacke von Aerodactyl und das war's dann mit Lapras. Daher setze ich erstmal Flamara ein, um meinen Lapras zu heilen. Und Raichu versuche ich auch irgendwie zu heilen. Ja, Leute, das ist jetzt sowas von heftig. 4 Top-Tränke, einen Top-Beleber und 3 Hyper-Tränke. Die brauche ich definitiv. Ich will nicht mehr so viele verschwenden, ehrlich gesagt. Oh, Hyperstrahl. Ah, okay. Dann kann ich doch mit Lapras rein. Doch, ich gehe jetzt sofort mit Lapras rein. Surfer oder
Eis. Reiche ich das lieber Surfer ein? Ach so, ich glaube, Aerodactyl musste sich jetzt nicht aufladen, weil wir ja gerade einen Pokémon-Switch hier ausfinden mussten. Nein, es hat sich selbst vor Verwirrung verletzt. Nein! Nerviges Aerodactyl. Bodycheck. Okay, gibt es jetzt eine... Nee, Paralyse gab es bei Body Slam. Nice, Lapras ist nicht mehr verwirrt. Super, Lapras. So, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Nein, Aerodactyl hat das noch ausgehalten. Oh, bis. Oh, komm schon, Lapras. Ja! Ja! Aber trotzdem, das ist jetzt zu heftig. Okay, ich werde dann jetzt rüber zu Taubos switchen. Und mein Lapras irgendwie heilen. Siegfried wird Dragoran in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, yep, möchte ich. Genau, zu Bisaflor könnte ich wechseln. Boah, ein Dragoran auf Level 62. So, erstmal Hypertrank für Lapras. Nice. Vollständig recovered. Barriere. Boah, seine Verteidigung nimmst du. Okay, dann vergiften wir mal das Dragoran. Oh, schon wieder ein Verteidigungsboost. Oh, oh. So, jetzt haben wir ein dickes Problem, Leute. Okay, Dragoran wurde vergiftet. Noch einmal die Egelsamen raus. Oh, nein. Es ist schon schnell genug. Jetzt ist es noch schneller. Krass, wir haben hier ein richtig krasses Dragoran am Start. Zweimal die Verteidigung boosten und einmal die Initiative boosten. Krass, Leute. So, ich bleib auf jeden Fall mit Bisaflor drin, weil wenn ich jetzt zu Lapras switche... Ey, komm schon, Mann. Wobei, wenn es die ganze Zeit so weitermacht, dann könnte ich mit Bisaflor hier den Kampf beenden. Aber es hat jetzt die Verteidigung zweimal geboostet. Das heißt, dass ich auf jeden Fall Schwierigkeiten habe, es schnell zu besiegen. Und Leute, das ist ein Level 17 Unterschied und die Attacke ist nicht sehr effektiv. Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich will jetzt nicht rausswitchen. Ey, er setzt schon wieder Agilität ein. Was ist, wenn ich jetzt zu Lapras rüberwechsle und dann setzt Dragoran eine Attacke ein? Weil Lapras ist definitiv nicht schneller als Dragoran. Oh. Also wenn Siegfried irgendwann noch einmal Hypertrank einsetzt, dann würde ich mich nicht wundern. Mann, ey, soll ich jetzt wirklich zu Lapras rüber switchen? Was ist, wenn er aber eine Attacke einsetzt? Mann, das ist so tricky. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Mann, Dragoran setzt schon wieder Agilität ein. Als ob ich Dragoran jetzt mit dem Gift und mit den Egelsamen besiegen kann. Irgendwann kommt doch ein Hypertrank. Davon gehe ich stark aus. Weil dann mache ich das mit dieser Floor hier weiter. Wenn es schon so weit gekommen ist. Dann schaue ich mir das mal an. Ja, Leute, das ist gerade krass, wa? Oh Mann, wir haben noch Gary vor uns. Ey, was ist das denn für ein Dragoran? Was ist denn los mit Siegfried? Entweder nimmt er diesen Kampf nicht ernst oder der will alle Pokémon in einem Zug besiegen. Ach, als ob das jetzt Dragoran besiegt. Nein, jetzt gibt es einen Hypertrank, oder? Ey, hör doch auf! Damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Wie nervig! Wie nervig! Wie nervig! Mann, soll ich jetzt wirklich zu Lapras rüberwechseln? Aber wenn jetzt Dragoran eine Attacke einsetzt, ne, dann wundere ich mich überhaupt nicht mehr. Nee, dann wundere ich mich überhaupt nicht. Okay, ich setze jetzt Lapras ein. Am liebsten will ich Blizzard einsetzen, weil das würde dem Dragoran mehr Schaden zufügen. Ja, jetzt kommt eine Attacke, Leute. Seht ihr? Jetzt kommt Hyperstrahl. Aber gut, dass er nicht den Angriffswert geboostet hat.
Gut, dass er nicht den Angriffswert geboostet hat. So. Ich riskiere eiskalt Blizzard. Komm, Lapras, du musst nur treffen, Kumpel. Du musst nur treffen. Ich frag mich gerade, ob Eisstrahl auch ausgereicht hätte. Ja, sehr schön, Lapras. So, jetzt bin ich gespannt. Levelunterschied 21. Ja! Ja, ohne Volltreffer, endlich. Weg mit Dragoran. Voll nervig, Mann. In dieser Verfassung ist das sowieso hart gewesen. Kanscha besiegt Siegfried. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. 6138 Pokédollar. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Kanscha. Ja. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber... Du musst noch eine Herausforderung bestehen. Hä? Ja, und zwar Gary. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Oh, Leute. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. So, Leute, jetzt habe ich ein richtig, richtig dickes Problem. Gary ist viel stärker als die Top 4. Viel stärker. Oh, krass. Noch ein Hypertrank. Gut, dass ich einen Top-Beleber habe. Oh, wieso habe ich das Lapras gegeben? Ich hätte es Raichu geben sollen. Ja, dann gebe ich es jetzt. Und die anderen drei Top-Tränke behalte ich. Beleber habe ich genug. Einen Top-Beleber habe ich auch. Und KP Plus ist auch noch hier. Ja, den nehme ich auch mal mit. Gebe ich dann gleich an. Lapras, genau. Lapras macht echt einen super Job. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem Kampf gegen Gary. Und dieser Kampf wird entscheiden, ob wir der Champion werden. Ach, immer nach vorne schauen. Los geht's. Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lang, Kanscha. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Weißt du, was ich meine? Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Weißt du, was ich meine? Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Echt jetzt? Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Kanscha. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Was für eine Ansage, Leute. So, Leute, das ist jetzt der letzte Kampf. Gary möchte kämpfen. Gary setzt Tauboss ein. Auf Level 61. Und mein Raichu ist auf Level 45. So, eine Donnerattacke. Und? Yo, wir haben es besiegt. Ein Volltreffer. Leute, sorry für die Euphorie, aber ich bin voll drin. Nice, noch ein Level Up dazu. So, welches Pokémon? Simsala. Das Pokémon mit der Attacke Genesung. Nein, ich bleibe hier im Kampf. Ich versuche eine Attacke von Simsala auszuhalten, Level 59. Und hoffe, dass ich die Donnerwelle rauskriege. Reflektor. Okay. So, mal schauen, wie viel wir dem Simsala abziehen. Oh, Volltreffer. Okay, wir dürfen nicht vergessen, dieses Simsala hat bestimmt die Attacke. Nein. Verdammt. Boah, wie nervig. Warte mal, mit Top Ether kann ich doch die Angriffs, hier die APs auffüllen. Was war nochmal mit Top Elixir? Schau ich mal nach. Ja, doch, nice. Nice, nice. Ah, weil ich hab's eben nicht gemacht. Ja, nice, stimmt. Mit diesem Item werden alle APs aufgefüllt, wa? Nice one. Ja, sorry Leute, vieles vergessen oder ich komme gerade nicht auf vieles, weil dieser Kampf ist gerade so intens.
intensiv. Oh, Psychokinese. Ein Volltreffer. Komm, Simsala ist paralysiert. Nein, Simsala kommt durch. Okay, ich darf nicht vergessen, ich habe noch Glurak vor mir. Raichu könnte ich gut gebrauchen gegen Glurak. Flamare jetzt nicht opfern, weil ich könnte das gut gebrauchen zum Recovern. Als Supporter könnte ich Flamare gut gebrauchen. Tauboss ist definitiv verkehrt. Dieser Floor auch. Ja, dann Miuga. Mal gucken, ob wir mit Mega Hieb treffen. Nein, wieso jetzt? Naja, was soll's, so soll das sein. Mann, Mega Hieb hätte jetzt so gut getan. Ah, ich bin so verwirrt gerade. Auf der einen Seite sage ich, was soll's, aber auf der einen Seite, ah, und dann auf der anderen Seite wieder, was soll's. Ah, ich bin so durcheinander. Ey, ich hab schon wieder verfehlt. Ich hab schon wieder verfehlt. Mew, reiß dich zusammen, Kumpel. Komm schon. Ey, Mew, was ist los? Zum dritten Mal. Wieso setze ich da nicht stärker ein, lieber? Weil mit Mega Hieb kann man mehr abziehen, denke ich. Okay, komm, Mew. Konzentration, Kumpel. Sehr schön. Nein, und jetzt ist Mew noch verwirrt. Ey, das ist doch gerade sowas von heftig. Und es verletzt sich selbst. Es ist paralysiert. Es ist nicht mehr verwirrt. Es trifft. Fertig. Nice. Das zweite Pokémon von Gary ist erledigt. Rizarus. Ja, möchte ich. Und zwar zu Bisaflor. Bisaflor kann das sehr gut handeln. Gut, dass wir unserem Bisaflor Carbon gegeben haben. Mal schauen, ob das hier was bringt. Ja, 16 Level Unterschied. Das wird aber dem Rizarus definitiv richtig krass Schaden zufügen. Eventuell ist K.O. Ja, K.O.'d. K.O.'d. Leute, das ist heftig gerade. Weil jetzt kommen die richtig starken Pokémon. Kokowai, genau. So, dann setze ich erstmal Flamare ein. Und setze Feuersturm ein. Stampfer, mal schauen, ob wir das aushalten. Wovon. Ey, woran denke ich eigentlich die ganze Zeit? Das ist so ein krasses Levelunterschied. So ein krasser Levelunterschied und ich denke noch, ich halte das irgendwie aus. Ja, dann setzen wir Tauboss ein. Aber wir müssen aufpassen. Kokowai ist ja auch neben dem Typen Pflanze auch Psycho. Staccato, okay. Mal schauen, wie viel Damage wir jetzt diesem Kokowai zufügen mit der Attacke. Ja, okay. Ich sag mal so, wenn das so weitergeht, dann könnte ich mit Tauboss durchziehen. Aber ich hoffe, dass nicht wieder dasselbe passiert, was vorhin mit Siegfried passiert ist. Dass er auf einem, er hat ja dem Dragoran auf einmal einen Hypertrank gegeben, wo es gerade bei einem oder bei zwei Kraftpunkten war. Aber das hatte ich ja, bevor wir diese Leiste erreicht hatten, schon erwähnt gehabt. Also mit der Leiste meine ich halt der Balken da oben links. Wie bei Kokowai gerade. Der Balken, der jetzt sinkt und die Kraftpunkte anzeigt. Nee! Hör doch auf! Was für eine Hypnose! Jo, ist einmal bitte Ruhe. Alle schlafenden Pokémon sind wieder wach. Aufgewacht. Nice, Stampfer. Ui. Oh, verdammt, noch ein Volltreffer. Verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. So, erstmal Pokémon heilen. Und zwar Raichu. Mal gucken, welche Attacke Kokowai einsetzt. Okay, das ist bad. Hör jetzt auf! Ja, nice one! Nice one! Es wird Zeit für einen Top-Trank. So, wieder Hypnose oder was? Stampfer, okay. So, dann setzen wir... Ey, komm, ich riskier's nochmal.
Ach, schade. Ach, schade. Mew, Mann. Nice, sehr gut gemacht, Mew. Okay. Verdammt, Leute, ich habe gerade ein richtig großes Problem. Ich riskiere mein Metronom. Ja, ganz ehrlich, dann gebe ich dem Mew nochmal einen Top-Trank. Wenn es überlebt. Oh, heftig, ey. Nix los. Nix los, da müssen wir strategisch spielen. Weil anders weiß ich nicht, wie ich hier handeln soll. So. Jetzt müssen einige Pokémon wieder Beleber bekommen. Muss sein, weil... Das ist ja nicht das letzte... Ey, ganz ehrlich, dann lass doch Bisaflor schlafen. Schon wieder Hypnose, ey. Dann sollte ich diese Gelegenheit ausnutzen und halt meinen Pokémon Beleber geben. Wie Taubos zum Beispiel, definitiv. Oh, Stampfer. Aber Bisaflor ist selbst ein Panzer. Ja, nice one, dann passt das ja, dass ich so kämpfe. So, Leute, meint ihr, Gary setzt original jetzt einen Hypertrank ein? Ja, Beleber wollt ihr nicht einsetzen. Ich meine, Egelsamen wollt ihr nicht einsetzen, weil Kokowai könnte diese Attacke ausweichen. Staccato. Okay, schon wieder ein Volltreffer. Aber nicht die ganze Zeit jetzt. Ey! Ja, ist klar. Du musst aber jetzt auch besiegt werden, normalerweise aufgrund der Vergiftung. Reicht das? Ja, oh, ein Volltreffer. Okay, Leute, noch zwei Pokémon. Aber... Leute, das ist nicht zu unterschätzen, das sage ich euch. Das wird jetzt heftig. Er hat noch Glurak und Garados. Ja, okay, super. Dann setzen wir doch mal Raichu ein. Oh, auf Level 63. Okay, das wird nicht so einfach wie das Garados von Siegfried. Soweit ich mich erinnern kann, war das Garados auf Level 58. Und jetzt ist es auf 63. Levelunterschied 17. Ja, es hat noch ausgehalten. Ja, daneben. Daneben, Kollege, daneben. Daneben. Nice one, nur noch ein Pokémon. Gary wird Glurak in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. So, Glurak ist auf Level 65. Boah, böse Attacke. Böse Attacke. Böse Attacke. Böse Attacke. So, erstmal paralysieren. Ich habe nur noch einen Top-Trank. Okay, diesen Top-Trank bekommt Raichu. Ich hoffe, Glurak kommt nicht durch. Oh, es kommt durch, aber es setzt die Attacke Raserei ein. Ja, okay, dann ist das gut für uns. Weil Glurak setzt keine andere Attacke außer Raserei ein. Yo, die Attacke ist sehr effektiv. Leute, wir müssen nur noch einen Angriff starten. Nur noch einen Angriff müssen wir hinkriegen. Okay, das wird jetzt mehr Schaden zufügen. Doch nicht. Wir haben es geschafft. Die Attacke ist sehr effektiv. Glurak wurde besiegt. Kancha besiegt Gary.
Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Das ist nicht fair. Kanscha gewinnt 6435 Poké-Dollar. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Leute, wir haben es geschafft. Kanscha! Du hast also gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seitdem du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Kanscha, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Kanscha, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Kanscha, folge mir. Wo sind wir denn hier? Herzlichen Glückwunsch, Kanscha. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Kanscha, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Kanscha, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Yeah! Nice, Leute! Wir haben es endlich geschafft! Wir sind jetzt der Pokémon-Champ in der blauen Edition! Die erste Generation einer der ersten Pokémon-Spiele. Rot, Blau, Gelb. In Japan gab es auch schon die grüne Edition. Und so war es, Leute. 151 Pokémon, die man in der ersten Generation bekommen konnte. 8 Arena-Leiter, die wir bekämpfen müssen, um die 8 Orden zu bekommen, damit wir die Genehmigung bekommen, in die Pokémon-Liga zu gehen und an den Kämpfen teilzunehmen, um der Champion zu werden. Und mittlerweile nach 50 Parts haben wir es endlich geschafft. Jetzt sind wir der Champ. Wir haben auch nebenbei die 3 legendären Vogel-Pokémon gefangen. Mew haben wir auch gefangen. Du benötigst noch weitere. Fange also die verschiedensten Pokémon. Ja, das ist also hier die Beurteilung bzw. der Ratschlag von Professor Eich. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch herzlich, dass ihr auch meinen Let's Plays oder beziehungsweise euch dieses Let's Play angeschaut habt. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt. War auf jeden Fall mal eine krasse Erfahrung. Das ist das erste Let's Play, womit ich angefangen hatte. Oder eines der ersten Let's Plays. Denn eines der ersten Let's Plays war auf meinem Kanal Let's Play Super Mario Bros. Für das NES. Und ja, so wie ich mit Mario-Spielen aufgewachsen bin, bin ich auch mit Pokémon-Spielen aufgewachsen. Das bedeutet, ihr werdet auf meinem Kanal auf jeden Fall, solange ich am Leben bin, definitiv noch mehrere Pokémon- und Mario-Videos finden. Und ich hoffe auch zu anderen Spielen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Ach ja, was ich mit Hau rein meine ist, ich werde ab jetzt nicht mehr reden, sondern das Ende nur einmal abspielen lassen. Und wenn es dann zu Ende ist, ist auch das Video zu Ende. Haut rein, ihr Lieben, und ciao! Vielleicht aber auch nicht.